Guten Abend, liebe Freunde des Ring des Nibelungen. Ich sage es heute ganz speziell Ring des Nibelungen, denn was ich heute hier gesehen habe, vorgestern und heute, Reinhold Walküre am Staatstheater Oldenburg, das sprengt alle Dimensionen der Emotionalität. Das ist hier Paul Esterhazy, der eine Inszenierung hingelegt hat mit einem genialen Bühnenbildner Matthias Neidhardt, eine Rotationsbühne mit mehreren Räumen, ähnlich wie jetzt in Zürich, aber in einem rustikalen, bäuerlichen Umfeld. Damit hat er eine sehr intensive, menschliche Atmosphäre geschaffen, die in diesem kleinen Haus eine unglaublich intime Atmosphäre und Ästhetik erzeugt. Man meint, man wäre im Geschehen drin. Und ganz witzig ist Folgendes, es findet immer wieder Meetings an einem Küchentisch statt, an einem Schlafzimmer, und hier ist auch automatisch das vorhanden, ergibt sich dramaturgisch durch dieses Konzept, dass eine Familiensage entsteht, die in Bayreuth so zwanghaft von Valentin Schwarz postuliert worden ist mit so vielen Umständen. Hier hat das Ding funktioniert, ohne dass darüber gesprochen wird. Also ich muss sagen, mich hat selten ein erster Akt der Walküre so gepackt wie dieser hier. Die Mimik ist fantastisch, die Personenregie, selbst die Lichtregie ist exzellent und ganz großartig, was im Kram passiert. Also das ist der Hendrik Festmann, der das Oldenburger Staatsorchester dirigiert, mit der Lessing-Fassung etwa 65 Musiker, hervorragend disponiert, großer Klangentfaltung, fantastische Celli, gute Bässe und auch die einzelnen Holzbläserinstrumente sehr, sehr gut. Die Sänger sind fast alle gut, ich weiß nicht, ob ich sie alle nennen kann. Nancy Weisband, Brünnhilde Wotan, der Koreaner Kihun Yoon, der längst auf eine Bühne gehört, die fünfmal größer ist als diese hier. Sigmund Zoltaniari, hervorragend heute, Ann-Beth Solwang als Sieglinde, Melanie Lang als Fricka im Rheingold und auch heute als Hunding, fiel mir auf. Der Finne Sami Luttinen, Andreas Hörn war auch ein guter Fafner und selbst der Donner Schion Hio war gut, selbst das Walküren-Oktett war sehr gut, was manches Haus in der Qualität nicht hat. Also ich kann nur sagen, ich will dir nicht wehtun, aber es lebe die Provinz. Man muss in die Provinz gehen, da sieht man doch authentisches, wagnerisches Musiktheater und nicht Regietheater, aber mit einer guten Regie. Guten Abend, ihr Klaus Billand.